Er will wieder nach oben, raus aus dem Tabellenkeller. Omar Mascarell fühlt sich wieder fit und sprüht nach seiner Verletzung im Adduktorenbereich vor Energie. Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adduktoren im Leistenbereich, aber es waren nur kleine und die habe ich behandeln lassen. Ich bin bereit, ich bin fit und freue mich auf Sonntag auf das Spiel gegen Hannover. Wenn man ehrlich ist, lief Omars erstes Halbjahr persönlich nicht so gut. Er kam als Königstransfer, als Mann, der die wichtigen Zweikämpfe gewinnt, die Drecksarbeit macht und gleichzeitig noch eine ordentliche Kugel schiebt. Doch Omar Mascarell konnte sich nicht auszeichnen. Und dennoch kam ein Wechsel für ihn im Winter zu einem anderen Verein überhaupt nicht in Frage. Ja, um ehrlich zu sein, war meine Situation in der ersten Saisonhälfte wirklich nicht so gut für mich. Ich hatte immer Vertrauen in mich. Ich wusste, dass ich ein Spieler bin, der es hier schaffen kann. Ich bin hierher gekommen, um in diesem großen Club zu spielen. Ich habe wirklich nicht daran gedacht zu wechseln. Ich bin hier glücklich. Es geht im Fußball oft sehr, sehr schnell. Jetzt habe ich eine weitere Chance zu spielen und dafür werde ich mein Bestes geben. Im Hinspiel konnten wir nach dem 3:1-Sieg noch jubeln. Wenn wir sagen, es ist am Sonntag gegen Hannover das wichtigste Spiel, würden wir lügen, denn wir wissen, alle Spiele sind wichtig. Aber Fakt ist, dass es um drei sehr, sehr wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten geht. Wir müssen alle gemeinsam den gleichen Weg gehen. Wir müssen dort gewinnen. Wir müssen zeigen, dass Schalke wieder da ist. Dass wir wieder die Alten sind und guten Fußball spielen können. Dann kommt der Pokal gegen Werder Bremen. Da haben wir auch die Chance, um ins Halbfinale einzuziehen. Wir müssen jetzt einfach diesen Moment nutzen. Und dann sind wir in einer guten Ausgangslage. For sure, we are in a good moment.